So, jetzt sind wir wieder bei Runo. Wir haben ja zwei neue Bakugans. Wir müssen überlegen, ob wir noch ein drittes kaufen. Ich weiß es noch nicht, ob wir das machen, weil ich sage, dunkle sind hier, also dunkle Bakugans sind hier halt sowas von ein Nachteil. Ich weiß es nicht, ob das schlau wäre. Fangen an mit Geisternacht. So, ich würde sagen, fangen wir an mit Lysamurn. Oh Scheiße, jetzt haben wir Arschkarte. Vor allem, das ist so gemein, die hat ein entwickeltes Bakugan, ich nicht. Dieser Tiger, der war letztens, also letztes Mal gegen die gekämpft haben, war der einfach schon noch auf zwei Pfoten. Zeitkampf. Jetzt hast du nicht mehr so viele Chancen. Okay, perfekt. Würde sagen, jetzt werden wir schon Leonidas einsetzen. Oh, warte mal, Leonidas hat voll? Das wusste ich ja gar nicht. Guck mal. Oh, das ist ein sehr guter Step. Nur nicht rausfallen und da wollte ich eigentlich auch nicht drauf. Geil! Oh, sie hat verkackt.
Gut, wir haben jetzt zwar einen Spezialschuss. Warte mal, die ist doch auch dieser Typus. Nein, 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 nicht runter, nicht runter, nicht runter. Ich habe gesagt, nicht runter. Was? Stopp! Nein! Oh Gott, das wird nichts. Wird das noch was? Wird das noch was? Wird das noch was? Komm, 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 gib ihn! Glück gehabt. Glück gehabt. Na gut, wir können uns jetzt aber nicht buffen. Okay, sie bufft sich auch nicht. Okay. Oh nein, nicht. Jawohl, Zeitkampf ist in Ordnung, gut. Also vielleicht aber auch drücken. Das wäre eine Möglichkeit. Okay, und zweiter Punkt. Und dritten Punkt holen wir uns jetzt mit einem Doppelstand. Dann haben wir es gewonnen. Okay. Mirror. Aber diesen blöden Scheiß Spiegel. Aber egal, das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Nein, was machst du? Zurück? Hallo? Ja, super. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt zurück. Ich kann nicht zurück. Ich muss mich mehr anstrengen. Ach Mann. Ja, mir egal. Lul. Los, los, ja, nein. Los, weg, 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 weg. Nö, 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 nö. Oh, sie hat verkackt. Verdient. Verdient. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Perfekt. Mich schlägst du nicht. Da spricht mein Talent. Es ist schon fast an der... Lieber speichern. King Shun, okay. Das ist so gemein, dass die alle entwickelte Bakugans haben, aber ich nicht.
Gut, fangen wir wieder mit Geisternacht an. Bando Power. Oh, er macht das Sphärenangriff. Das. Oh shit. Warte mal, hat meine eigene Torkarte gerade eben mehr gemacht als mich? Gut, dann verkacken wir halt den ersten Kampf, nicht schlimm. Ah, ja, den Kampf haben wir verkackt. Obwohl, warte mal, vielleicht kriegen wir es da doch noch hin. Wir haben es doch noch geschafft, krank. Wir haben 200 Punkte einfach aufgeholt. So, die nächste Torkarte. Wir nehmen die. Oh Gott. Runter mit dir. Nein, 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 nein. Bakugan, Stand! Und ist einfach weg. KI-2 ist dran. Bakugan, Stand! Stand! Okay, wir haben mehr Punkte. Fieskampf, ja super. Bereit. Nein.
Verdammt. Er hat das gerade, glaube ich, angeschossen. Oh, das war knapp. So, jetzt hoffe ich, dass wir das auch noch gewinnen und dann passt das. Wen hat er jetzt? Ach, auch den Laserman. 510. Na egal, wir haben gewonnen. Uhu. Diese Punkte sind doch schön. Fähigkeit. 300 Punkte nochmal dazu? Fast 400. Ja. Na super, wir kriegen jetzt keinen Regiepunkt, aber beziehungsweise ganz wenig. Oh, wie lange geht das? Ah, die 2000 kriegen wir immer noch nicht hin. Schade, aber knapp. Ich habe kein Talent. Meister Tentakel hat das ganze Talent. Ich kämpfe jetzt schon gegen ihn. Warte mal, hat sich sein Ding jetzt auch entwickelt, sein... Wie der einfach so stoppt, voll gemein. Blockier den. Blockier den. Runter mit dir. Hm.
Lauf, roll. Roll um dein Leben. Bakugan, Stand. Stand. KI 2 ist dran. Karte, Einsatz. Bakugan, Stand. Natürlich hat sich seine auch entwickelt. Was auch sonst? Data Dragon, ja. Okay. Ja, toll, ich buff mehr ihn als mich. Klasse. Ich muss den muss einsetzen. 7, 6, 3. Oh Gott. So viel wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, egal. Fähigkeitskarte aktivieren. Ja, okay, wir sind gleich auf fast. Zeitkampf noch besser. Das sollten wir im das sollten wir haben. Eins, zwei, drei. Der schummelt. Boah, wenn du das richtige Eigenschaftsding da hast, das ist ja richtig easy. Da kommt unser Big Bros. Leonidas jetzt auf dem Feld. Ich muss mich mehr anstrengen. Das ist jetzt peinlich. Hat keiner gesehen. Oh, wir haben einen Spezialschuss. Den nehmen wir jetzt mit. Er macht nicht mal einen Doppelstand, du. Okay. Okay, Laserman rammt ihn jetzt erstmal weg. Ja, oder auch nicht. Ja, okay, von mir aus. Oh ja. Spieler 1 ist dran. Oh nein, wir haben wieder Mirror, also Spiegel. Das heißt also, wir sind wieder. Verdreht.
Problem ist, ich kann nicht zurück. Ich muss mich mehr an KI 2 ist dran. Ich hasse es, ich hasse es. Bakugan, Stand. Stand. Okay, super. 240 Punkte. Sind wir trotzdem noch, glaube ich, weniger als er. Ja, okay, wir könnten es schaffen. Oh nein. Wir könnten es doch nicht schaffen. Aber das wird nichts. Wir sind nämlich unfassbar im Nachteil. Erstmal das. Nee, guck mal, er zieht uns sowas von ab. Nee. Ja, ich bin der Held. Oh, das wird schwer. Ich brauche eigentlich kann jetzt meine letzte Torkarte nicht mehr öffnen. Ja, super. Na toll! Was auch sonst? Wieder scheiß Schießkampf. Hallo. Ich kapiere das nicht mehr. Wir haben verkackt. Mm-mm. Ich sehe. Ich bin Held. Wir müssen es mal versuchen. Was sollen wir sonst machen? Ist auch voll unfair. Hauptsache, er kann schon seine Scheiße entwickeln und ich nicht. Mal gucken, ob wir es wieder aufholen.
Das ist mal relativ easy machbar. Dieser Zeitkampf. So, jetzt werden wir definitiv erstmal Leonid. Wir haben wieder Spiegel. Natürlich. Was auch so. Verstehe das nicht, warum, also ich weiß gar nicht, wie kann ich meinen Bakugan entwickeln? So, mal gucken, ob er bufft. Ja, wer hätte das bloß gedacht? Ich hasse Schießkämpfe. Na gut. Er holt auf. Oh mein Gott, wir haben es mal endlich geschafft. So, jetzt haben wir eigentlich gewonnen. Er kann nichts mehr machen. Wir haben jetzt noch die andere Torkarte, die werden wir uns jetzt gönnen. Und dann haben wir gewonnen. So. Er hat sowas von die Arschkarte gezogen. Sieht das an, wir kriegen jetzt 550 Punkte, das heißt, wir haben 1000. Drei, sechs, drei. Perfekt. Bereit. Okay, dass er das noch aufholt, das ist, glaube ich, ja unwahrscheinlich. Oh, Road to 2000. Das kriegen wir wieder nicht hin. Nee. Obwohl. Ja, wir haben 2000 hinbekommen. Neuer Rekord.
Da spricht mein Talent. Yay. Es ist schon. Speichern. Wie gesagt, wir werden jetzt noch jeden Kampf lieber speichern, weil ist halt so. Oh, ich kämpfe jetzt gegen Masquerade. Es ist schon fast an der Zeit für ein Spiel. Gut, der hat ja natürlich jetzt auch der hat natürlich jetzt auch diese Dunkelheitsdinger, aber es macht nicht. Und hoch, hoch, hoch! Ah, super. Bakugan, Stand! Bakugan, Stando! Ja, natürlich kriegt er kriegt natürlich jetzt einen größeren Buff, weil das ist eigentlich keine Dunkelheitsfähigkeitskarte. Ich habe halt keine für Dingens da. Für diese Licht. Aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem noch irgendwie hin. Mal gucken. Ja, über 200 Punkte, schwierig. Ich riskiere es. Zeitkampf. Okay, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Weil er hat Eigenschaftseffekt runter. Das können wir schaffen. Moment. Perfekt. Ja, gewonnen. Ich bin ein Gewinner. So, dann wollen wir mal Leonidas aufs Feld bringen. Bakugan, komm! Bakugan, Stand! Stand! KI 2 ist dran. Oh, hier wirft eine neue Torkarte.
Oh, er wirft auch direkt sein. Nee, das ist gar nicht sein Stärkste. Wundert mich ja. Nee, es wäre jetzt unnötig zu buffen. Oh, wer hätte das bloß gedacht? Schießkampf. Aber gut, wenigstens sind wir beide im Nachteil. Ich hasse es. Na gut, aber dass er uns noch einholt, könnte sein, aber ich hoffe nicht. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Jetzt machen wir unsere stärkste Karte. Die halt nur klappt, wenn wir wirklich dann am Anfang zweimal gewinnen. Aber wenn das alles klappt, dann easy. Loli, wie ist er einfach vor der Fuß? Da ist ein Drache und der hat sich jetzt auch entwickelt. Guck mal. Das ist ja so. Das ist ja wirklich so gemein, dass sich das wirklich das dann entwickelt, wenn wir alle Kämpfe fertig haben. Am Ende der Story. Das ist der größte Bullshit. Oh, der sieht richtig gut aus. Das war richtig viele Punkte. Der Arme. 6, 4, 2. Perfekt. Noch mehr Punkte. 4? Was? Oh, scheiße. Ja gut, okay, aber wir haben, wie gesagt, Eigenschaftseffekt hoch. Wir schaffen das. Der kriegt kaum Punkte mit seiner Dunkelheit. Dings da. Ja, oben unten, guck mal, wir haben jetzt schon wieder mehr als er. Obwohl ich kaum gedrückt habe. Wie wenig Punkte er einfach bekommt. Okay, der Kampf war jetzt relativ easy peasy. Da spricht mein Talent. Wir haben schon wieder 39.000 Punkte. Den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Vladitor, er ist zu mächtig. Jetzt liegt es wohl an euch beiden. Pass bloß auf. Das ist ein völlig anderer Vladitor als in früheren Kämpfen. Viel Glück. Wir stehen zu euch. Leonidas hat Vladitor schon mal besiegt. Aber wenn man Vladitors aktuelle Powerstufe einrechnet, haben nach meinen Berechnungen beide eine 50-prozentige Chance. Seid vorsichtig. Mach mich stolz. Komm
Beenden wir's! Jetzt! Wir gucken mal erst im Laden, ob wir das irgendwie... Ob wir neue Karten haben für uns. Nö. Keine neuen Karten. Dann passt, dann können wir weitermachen. Ja, Marduk. Aber der hat auch... Der hat halt auch Dunkelheits-Bakugans. Das heißt also, ich habe da wieder einen Vorteil. So ist es nicht. Also machbar ist es. Machbar ist es. Na, dann wollen wir mal. Oh, ich bin mal gespannt, was der für Vieh hat. Lul. Das hat ja ganz gut geklappt. Ah, nein, 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 runter, 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 runter. Warte mal, da wollte ich nicht drauf. Nein! Ja, toll, jetzt bin ich voll auf die falsche Karte gelandet. Ich höre gar nicht so viel mehr als ich. Aber eine Torkarte bestimmt. Da wollte ich gar nicht drauf laden. Ich wollte auf meiner Karte. Ja, vor 120 Punkte ist in Ordnung. Habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ja, super. Jetzt heißt es anstrengen, Glück haben. Ach toll, danke. So ein Vorteil. Nicht aber gut. Ja, yeah, gewonnen. Spieler 1 ist dran. Oh, direkt. Hä? Was ist das für ein Main, oder? Vladi irgendwas. Ich dachte, er soll so übermenschlich stark sein. Ja, Vladitor.
Oh ne, wir lassen's. Zeitkampf. Okay. Ja, er kann uns stoppen. Oh, wer hat das bloß gedacht? Und der zweite Punkt. So. Das ist die letzte Karte und wir haben wieder gewonnen. So gönnen wir uns das. Mit Laserman. Okay, wir haben jetzt trotzdem gewonnen halt, ne? Nee, was mache ich denn? Yeah, Talent. ...250.000 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt fast 300.000... Nice. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Gutes Geld. So, was jetzt? Gigantisch, Leonidas, gewonnen! Ja, das. Wie kannst du mich so demütigen? Vladitor, du dummer Narr, vergiss die Abmacht. Hä? Was machst du denn da? Gib ihn mir! Ich setze die Macht des Kerns der Ruhe ein! Bullshit. Was jetzt? Nein, er ist weiterentwickelt. Die Macht! Wer will eine Kostprobe? Ich nicht. Was geht denn hier vor? Boah, die Stage sieht ja richtig gut aus. Das ist schlecht. Drago, kannst du nicht was tun? Das ist nicht gut. Die Doom-Dimension ist für uns Bakugans eine Endgültigkeit. Meine Energie wird entzogen. Meine Kräfte sind verschwunden. Er muss gestoppt werden. Wo können wir vorher noch mal irgendwie die wechseln? Das wäre super. Wie lange lädt das?
Ende daraus. Na, sieh mal an. Jetzt geht es nur noch um euch und mich. Die Kraft der Doom-Dimension hat keine Auswirkung auf mich, Vladitor. Du vergisst, ich komme von dort. Es gibt Probleme. Diese Kraft verursacht starke Spannungen zwischen den beiden Welten. Wenn sich dieses Feld weiter ausdehnt, wird es laut meinen Analysen riesig und zerstört alles andere. Wir müssen versuchen, es irgendwie zu stoppen. Dan! Wir müssen alle Kräfte auf Leonidas bündeln! Verstanden. Leonidas wird als einziger nicht von der Doom-Dimension beeinflusst. Wir zählen auf dich, Leonidas. Setze unsere Kraft ein! Bakugan, Kampf! Yeah. Mit der gebündelten Kraft, Vladitor, halte ich deinen bösen Plan endgültig auf. Nun gut, mal sehen, wer der wahre Meister ist. Endlich eine Entwicklung. Wird auch Zeit. Okay. Leonid als einziger? Okay. Und dann fertig. Oh, die Map sieht sehr schön aus. Ich werde dich völlig zerstören. Schierstart. Oh, verdammt, sieht die Map geil aus. Finalkampf-Sonderregeln. Jeder Spieler hat nur ein Bakugan. Spieler platzieren der Reihe nach eine Torkarte. Wer als erster drei Torkarten gesammelt hat, gewinnt. Doppelstände sind nicht erlaubt. Wie denn auch, wenn man nur eins hat? So, wir sollen versuchen, ein paar Pünktchen zu sammeln. Okay, Leonidas hat 605 Punkte. Oh. Er ist jetzt doch schon wieder zum Mäusemelken. Ja, ich sag ja, da bin ich, im Punktesammeln bin ich ein Profi. Wow, ich hab's zweimal jetzt gemacht und zweimal verkackt. Bin doch super. Jetzt runter mit dir. Bakugan, Stand. Stand. KI 2 ist dran. Bakugan, Stand. Stand. 97. Oh, scheiße. Battle Axe Vladitor. Oh mein Gott, wie das? Fähigkeitskarte
Gibt es ja auch diese komischen Spiele. Ja, dann könnte das machbar sein. Fightkampf, okay. Okay, erste Runde gewonnen. Er hat jetzt voll auf die Fresse geflogen. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, darf immer nur eine Torkarte auf dem Feld sein, richtig? Oh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich zu diesen komischen Drachenköpfen da komme. Keine Ahnung. Aber ich versuch's auf jeden Fall mal. Oh, super. Ah, okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall wie. Verdammt. Oh, perfekt. Noch eine Fähigkeitskarte, aber die ist scheiße, glaube ich. Ich sehe es mir mal an, was er macht. Wieso kann er dann direkt immer diese. Diese Dark-Werfwürfe machen und ich nicht? Na super. Egal, ich habe eine Idee. Fähigkeitskarte aktivieren. 400? Nein, kein Schießkampf. Krass, weil wenn wir jetzt beide die gleiche Farbe haben. Oh mein Gott. So knapp. War knapp. Gut. Wir haben easy gewonnen. Wir haben easy gewonnen. 100% haben wir gewonnen. Wir brauchen den nicht, den Schuss. Wir haben gewonnen. Wir brauchen jetzt auch keine G-Punkte sammeln. Stand.
Wir haben gewonnen. Aber Omega Leonidas sieht schon geil aus. Außer natürlich, das ist auch noch eine Karte, die ihn unfassbar bufft. Dann haben wir natürlich die Arschkarte. Warte mal, der hat noch eine 400er Karte? Ja gut. Ich habe nichts gesagt. Ja. Wird das kein Schusskampf? Okay, Powerkampf, das könnten wir also noch schaffen. Ja, bereit. Okay, dann muss ich mich jetzt drücke ich richtig. Aber links und rechts. Komm, geht, mach! Oben, unten, kriegen wir hin. Oh, es gibt Gas! Ja, guck mal. Oh. Da spricht mein Talent. Ich bin der Gewinner. Ich habe wirklich versagt. Ich war nicht allein im Kampf, Vladitor. Das ganze Team hat geholfen. Marduk, nun ist es wohl vorbei. Aber wir wollten doch alle Bakugans beherrschen. Vladitor, warte! Vergib mir, Partner. Ich habe versagt. Scheint es auch vorbei zu sein. Nein, verlass mich nicht. Geh nicht, Leonidas, bitte. Leonidas. Vladitor, du kannst mich nicht alleine lassen. Vladitor war zwar böse, aber er hatte Stolz. Hör auf zu flennen und sei ein Mann. Du verstehst das nicht. Ich weiß, dass du Bakugan liebst. Okay, dein Partner ist verloren, aber du nicht. Halt durch und du kannst wieder spielen. Wenn du soweit bist, fordere mich zum Bakugan-Kampf heraus. Vielleicht gewinnst du sogar. Pass auf, Kleiner. Eines Tages werde ich dich erledigen. Vielleicht. Ich kämpfe gerne gegen dich. Aber diesmal als Freund. Danke, ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Aber Leonidas ist weg. Bist du nicht traurig? Doch, aber ich denke, er wusste, was er getan hat. Ich bin nur stolz, dass er mein Partner war. Wenn auch nicht sehr lange. So spricht ein echter Schicksalsspieler. Na kommt, Leute, gehen wir heim.
Ich will Leonidas wieder zurück. Hier habe ich ihn getroffen. Unmöglich! Wie geht's dir, Partner? Ich kann's nicht glauben! Leonidas! Ich träum doch nicht, oder? Was ist denn geschehen? Ich weiß selbst nicht genau, was passiert ist, aber als Vladitor gerade verschwand, griff er nach mir und half mir! Vladitor half dir? Er gab mir seine restliche Kraft, sagte, ich sei würdig. Vielleicht war er nicht ganz böse. Ich bin völlig sprachlos, Leonidas. Ich freue mich so, dich zu sehen. Von jetzt an wird uns nichts mehr trennen können. Aber nein, wir sind Partner. Versprochen. Ich habe Leonidas wieder. Lol. Ja, dann sollten wir die Story, denke ich, mal jetzt durchhaben. War ein super Spiel auf jeden Fall.